Hallo liebe Audiofreunde, heute geht es um diesen, wie ich finde, wunderschönen Lautsprecher von Merowinger Audio aus München. Das Modell nennt sich Melodie, die für Dipol, und der steht nun schon ein gutes Jahr in meinem Hörraum und ich möchte ihn dort definitiv nicht mehr missen. Kommt vielleicht auch daher, weil ich einen sehr persönlichen Bezug auch zu diesem Lautsprecher habe. Denn ich durfte mich bei der Entwicklung des Lautsprechers einbringen und gerade auch was das Design angeht, meinen persönlichen Geschmack dort einfließen lassen. Das kam so, vor circa 2 Jahren war der Peter Werner von Merowinger hier in meinem Hörraum. Wir haben neue Subwoofer von ihm getestet und dabei eben mit meinem damaligen YOLO-System gehört, dessen Design wiederum ich mir habe einfallen lassen, wenn man so will. Und das Gespräch ging dann eben in diese Richtung, ob man nicht diesen schicken Designansatz, gut, Design ist immer Geschmackssache, umsetzen könnte in Kombination mit einem innovativen technischen Konzept. Und so entstand dann letztendlich der besondere Aufbau dieses Lautsprechers mit seinen 6 Breitbändern als Array und seinem AMT-Hochtöner. Das Schöne war auch, dass ich die Prototypenphase mit begleiten durfte. Die fand nämlich hier im Hörraum statt mit verschiedenen Modellen, die dann Variationen hatten in Bezug auf die Treiberanordnung, auf die Höhe des Hochtöners und so weiter. Und auch das Weichendesign, das dann sukzessive perfektioniert wurde, auch wenn es ein Aktivlautsprecher ist, muss man ja trotzdem definieren, welche Steilheit, welcher Filter, welche Trennfrequenz und so weiter. All das wurde dann anhand des Prototyping optimiert, bis dann letztendlich dieser Lautsprecher, der hier steht, herauskam. Das zentrale konzeptionelle und auch visuelle Element des Lautsprechers ist dieses Array aus Breitbändern. Damit hat es Folgendes auf sich: Das ist nämlich kein banales Line Array, wo die Chassis einfach stur untereinander angeordnet sind. Nein, Merowinger nennt das aus gutem Grund Time Array, weil es die Zeitrichtigkeit in den Mittelpunkt des Konzepts stellt. Und das wiederum soll der Garant sein für maximale Impulstreue, für maximale Dynamik. Denn das Ziel ist es, dass der Schall eines jeden Chassis zeitgleich am Ohr ankommt. Und da die Chassis natürlich in der Höhe eine gewisse Varianz haben, wird dies durch den Versatz ausgeglichen. Jetzt sagt er natürlich zu Recht, ja, aber wenn das die Referenzhöhe hier ist, je nachdem, wie groß ich bin, je nachdem, worauf ich sitze, habe ich ja da auch eine gewisse Variation. Korrekt. Und deswegen wird der Ständer auf Maß gefertigt und die Vorgabe ist die jeweilige Ohrhöhe des Hörers. Und genau dann ist, im Zusammenhang auch mit dem empfohlenen Hörabstand, eben genau diese Zeitrichtigkeit damit verbunden. Und das macht sich auch dann klanglich bemerkbar und es wird auch in den Messungen deutlich, die wir später sehen. Die Chassis sind im Übrigen vom taiwanesischen Hersteller Tangband. Das ist das Modell 1772, wen es interessiert. Da sind, wie gesagt, 6 Stück in Reihe und parallel geschalten und die übergeben dann ab ca. 3000 Hertz, relativ steil gefiltert, an einen Dipol AMT von Mundorf. Der ist, ich sage mal, leicht modifiziert. Ich finde es gut, dass da Merowinger keine großen Stories draus strickt, aber de facto hat er eine andere Verkabelung erhalten. Der gesamte Lautsprecher ist nämlich auch mit Mundorf Angelique-Kabeln intern verkabelt und hinten sind auch Mundorf Lautsprecher-Terminals verbaut. Ansonsten sind die gesamten Chassis auf eine eigene Platte montiert. Ich zeige das mal hier nochmal in einem Foto. Und diese Platte wird dann inklusive einer entsprechenden Dämpfung von hinten in das eigentliche Lautsprechergerüst verschraubt. Ja, also wir haben praktisch 2 Komponenten oder 3, wenn der Ständer auch noch extra gesehen wird. Das heißt, man kann die Lautsprecher auch relativ bequem transportieren. Ist ja auch ein Faktor, der bei solchen großen Lautsprechern schon zumindest teilweise ins Gewicht fällt. Ne? Wer möchte schon gern 200 Kilo an einem Stück irgendwo hin wuchten? Was gibt es sonst noch konzeptionell zu sagen? Es ist ein Dipol und damit sind wir von der unteren Grenzfrequenz natürlich beschränkt. Ne? Da kommt irgendwann der akustische Kurzschluss ins Spiel und das heißt so, ja, ab 45, 40 Hertz
ist dann Ende Gelände. Und deswegen ist dieser Lautsprecher auch dafür vorgesehen, zusammen mit Subwoofern, ne, am besten sind es nämlich mehrere, betrieben zu werden. Also zwei Subwoofer würde ich sagen, Minimum. Man kann aber auch, und das demonstriere ich auch hier in meinem Hörraum, mit Multisub arbeiten, also vier Subwoofer oder sogar noch mehr, bis hin dann zu Trinov Waveforming, das man damit kombiniert, um dann letztendlich bis 80 Hertz einen absolut linearen Bass mit Minimum an Nachhall zu erleben. Und das finde ich generell ohnehin, jetzt unabhängig ob Dipol oder nicht, für viele Lautsprecher eine sehr, sehr praxisorientierte Lösung, denn es hat zwei Vorteile oder zwei primäre Vorteile. Ich kann die Raumakustik, die gerade im Bass ein ganz gehöriges Wort mitzureden hat, mit einbeziehen und die Probleme entsprechend wirklich lösen. Und das Zweite ist, ich entlaste in dem Fall jetzt unsere Breitbänder vom Tiefbass. Und damit können diese natürlich noch freier, agiler, schneller agieren. Und ich kriege dann faktisch einen gigantischen Kickbass ins Zimmer geschmettert. War auch ganz interessant, nämlich mein vorhergehendes System, da hatte ich Kickbässe, spezielle Kickbässe, an der Wand. Und am Anfang hatte ich das auch miteinander kombiniert. Und dann hatte ich gesehen, okay, ich kann es von der Abstrahlung her, von der Gruppenlaufzeit, vom Frequenzgang auch mal direkt probieren und dann erst ab 70 Hertz an die Subwoofer übergeben. Und es war de facto klar hörbar besser, als wenn die spezifischen Kickbass-Chassis diesen Bassbereich übernommen haben. Wie auch generell dieses Array natürlich in Sachen Reflexionen große Vorteile bietet. Es minimiert die Bodendeckenreflexionen und natürlich auch die Reflexionen seitlich zur Wand, weil ich natürlich eine gebündeltere Art der Abstrahlung habe. Und das ist letztendlich ein Vorteil, definitiv. Kleiner Nachteil, der damit verbunden ist. Der Sweet Spot wird bei solchen Konzepten natürlich etwas kleiner, wobei bei Stereo gibt es eigentlich tatsächlich immer nur einen relativ kleinen Sweet Spot, wenn man ehrlich ist. Aber dafür kriegt man eben dieses Maximum an Präzision und Dynamik aus diesem Lautsprecher heraus, das dann ungeheuren Spaß macht. Klanglich fasziniert mich an der Melody, dass sie scheinbare Gegensätze, wenn man so will, perfekt vereint. Zum Beispiel den Makrokosmos einer Darbietung und den Mikrokosmos. Löse ich kurz auf, was ich damit meine. Das eine ist für mich die Gesamtheit der Darbietung, die Homogenität, wenn man so will, die Musikalität, das Erlebnis in Gänze, aber auch eben die Bühnengröße, die realistische. Dass da eben kein Puppentheater spielt, sondern ja, das ist eine Stadionrockbühne oder das ist eben ein intimes Streichquartett in einem kleinen Raum. Das kommt hier absolut rüber und gleichzeitig werden natürlich sehr viele Mikrodetails der Aufnahme, wie jemand eine Saite anzupft, Nuancen einer Stimme, wie jemand den Kopf hinter dem Mikrofon bewegt, ebenso transportiert durch die hohe Auflösungsfähigkeit. Das erwartet man ja auch unter audiophilen Gesichtspunkten. Aber diese Detailverliebtheit wird Teil des großen Ganzen. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, diesen Spagat letztendlich hinzukriegen. Zweiter Gegensatz, aus meiner Sicht, den der Lautsprecher vereint, ist, er spielt einerseits extrem präzise, also da haben die Protagonisten wirklich felsenfest ihren Platz auf der Bühne. Das Ganze passiert verfärbungsfrei, hängt natürlich jetzt bei mir insbesondere auch davon ab, welche Zielkurve ich wähle, logischerweise. Aber eben auch sehr natürlich, was die Instrumentenwiedergabe und so weiter angeht. Also der Körper eines Instruments kommt sehr, sehr gut rüber. Gleichzeitig hat der Lautsprecher dann aber die Fähigkeit, irgendwie doch bei aller Ehrlichkeit ja, schön zu spielen. Eben nicht geschönt, aber trotzdem schön. Also man kann damit auch etwas schlechter produzierte, sage ich mal vorsichtig, Musik aus den 80ern doch mit einem ja, gewissen Genuss hören. Gut, ich meine, er macht jetzt aus Sandras Maria Magdalena keinen audiophilen Leckerbissen. So viel Wahrheit muss sein, aber man kann sich doch entspannt zurücklehnen und in Erinnerungen an diese Zeit, an die eigene Kindheit und Jugend schwelgen. Und das ist doch auch schön. Und dritter Punkt ist für mich einerseits dieser Punch, dieser Kick, auch dieses Fauchen, das manchmal in Aufnahmen steckt,
ansatzlos rüberzubringen, bei entsprechenden Lautstärken auch mal jemand kurz mal zusammenzucken zu lassen bei einem entsprechenden Dynamikimpuls. Und gleichzeitig agiert die Melodie dann wieder sehr seidig, sehr souverän, sehr angenehm, gerade wenn es jetzt um die Mitten und die Höhen geht. Da gibt es eben keine zischenden S-Laute, da gibt es keine harschen Klänge. Das ist alles ja mit einer gewissen Seidigkeit ausgestattet, ohne auf Kosten der Natürlichkeit zu gehen. Die Bühnenabbildung in der Breite ist mit so das Beste, was ich kenne. Die Tiefenausleuchtung und Tiefenstaffelung ist sehr gut. Hier würde ich aber sagen, im direkten Vergleich mit einem meiner absoluten Lautsprecherfavoriten, TAD Reference One, würde wahrscheinlich die TAD mit ihrem gigantisch guten Koax-Treiber die Nase leicht vorne haben. Nicht nur ich bin so begeistert von diesem Lautsprecher, sondern auch andere, denen ich eine absolute audiophile Urteilskraft zuschreibe, wie zum Beispiel Martin Vatter, der sich einige seiner audiophilen Produktionen über die Melodie angehört hat. Die Melodie sollten in einem Raum betrieben werden, der mindestens 35 Quadratmeter hat. Sonst wird es, denke ich, in der Praxis auch schwierig, die vom Hersteller empfohlenen 3,5 bis 5 Meter Hörabstand zu realisieren. Sollte ja auch noch ein bisschen Abstand hinter den Ohren sein zur Rückwand. Apropos Abstand zur Rückwand, es ist ein Dipol und deswegen sollte er von der Rückseite aus gemessen mindestens einen Meter von der Rückwand wegstehen. Da er sehr schlank baut, ist es, denke ich, visuell in einem Raum kein großes Problem. Andere tiefbauende Lautsprecher sind ja von der Vorderkante aus gemessen auch dann oft 1,10 Meter, 1,20 Meter von der Rückwand weg. Hinter der Wand sind durchaus Diffusoren zu empfehlen. Das steigert nochmal die Räumlichkeit, wenn man so will. Reine Absorption würde ich nicht anraten. Mischformen wie mit den zum Beispiel hier verbauten Lignotrend-Elementen an der Wand sind durchaus denkbar und förderlich. Das Ganze muss natürlich auch nicht sein, aber man sollte sich, wenn man einen Lautsprecher in dieser Klasse anschafft, natürlich mit raumakustischen Maßnahmen generell beschäftigen. Zur Einwinkelung. Der Lautsprecher kann natürlich nach Gusto eingewinkelt werden. Ich empfehle so ja, um die 15-20 Grad, sodass der Hochtöner so leicht am Ohr vorbeistrahlt. Man kann natürlich eine extreme Variante auch wählen, wo sich dann die Hochtöner vor den Ohren kreuzen, um den Sweet Spot zu erhöhen. Das ist natürlich Geschmackssache. All das kann man machen und probieren. Apropos probieren, so ein Aktivkonzept ohne integrierte fixe Endstufen erlaubt natürlich Experimente. Ich betreibe das Ganze mit dem Akkusens Pau Amp 4. Das ist so meine persönliche Referenz, nicht nur in Class D. Kostenpunkt rund 11.900 Euro. Von Akkusens ist im Übrigen auch der Multidug Reference, den ich hinter dem Trinhoff betreibe. Das hat dieses Lautsprechersystem definitiv verdient. Um aber nochmal auf die Endstufen zurückzukommen, hier ist die Melodie definitiv nicht äußerst wählerisch. Also man kann ein fantastisches Ergebnis zum Beispiel mit den Audiolab 8300 Monoblöcken erzielen. Klar braucht man 4 davon, aber da reden wir dann in Summe von guten 4000 Euro oder 4500 Euro und das klingt schon absolut fantastisch. Man kann sogar, das Experiment habe ich auch gemacht, unterschiedliche Endstufen für die Breitbänder und den Hochtöner einsetzen. Hier lief zum Beispiel der Tivan Labs 211 bzw. die beiden Tivan Labs Monoblöcke an den Tiefmitteltönern und ein Audiolab dann am Hochton. Das ging richtig, richtig ab, kann ich euch sagen. Hier sehen wir die Messung der Melodie bzw. eines der beiden Lautsprecher am Hörplatz bei mir in ca. 460 Entfernung. Unkorrigiert, das heißt, ich habe das mit Trinhoff gemessen und das ist letztendlich der Before-Graph, der dann rauskommt. Und wir sehen also einen, ja, bis zu dem Bereich, wo dann der Raum auch sehr viel Einfluss ausübt, einen durchaus linearen Frequenzverlauf. Und das wird realisiert über nur einen Pre-EQ, der hier gesetzt wird. Und wenn man das mit anderen Aktivlautsprechern vergleicht,
Da werden oftmals, ja, ich würde mal sagen, so 5 bis 8 Pre-EQs, die da vorgegeben sind vom Hersteller, sind keine Seltenheit, um dann so ein Ergebnis zu erzielen. Von daher ist das, denke ich, schon vorbildlich umgesetzt. Schauen wir uns den Phasenverlauf an, auch unkorrigiert am Hörplatz in der besagten Entfernung. Und wenn man mal jetzt so den relevanten Bereich, bis dann, wie gesagt, auch der Raum sehr viel macht, von 150 Hertz aufwärts hernimmt, dann habe ich hier ein Bild aus dem Bilderbuch, würde ich mal sagen. Das habe ich so noch bei keinem einzigen Lautsprecher und ich habe viele hier gehabt und viele vermessen, so erlebt. Das ist ein Beispiel von einem wirklich sehr guten Lautsprecher in dieser Beziehung. Aber wie gesagt, dass die Linie durchgeht ohne jede Zacken, das hatte ich noch nie und das zeugt schon von der Kompetenz des Herstellers. Und zu guter Letzt zeige ich euch den ebenfalls unkorrigierten Impuls am Hörplatz und der kann sich auch dicke sehen lassen. Und genau da kommt dieses zeitrichtige Konzept massiv zum Tragen. Ihr seht hier noch zum Vergleich eine Impulsantwort aus einem Test in der Stereo, die als hervorragend bewertet worden ist von einem Lautsprecher, der 53.000 Euro in der Basisausstattung kostet. Das lasse ich einfach mal so wirken. Die Merowinger Melodie für den Aktivbetrieb kostet pro Paar 28.900 Euro mit dem entsprechenden Finish, mit dem aufwendig produzierten Ständer etc. Man kann dazu eine Merowinger 6-Kanal-Endstufe mit einer entsprechenden Aktivweiche und Firr-Entzerrung für 9.900 Euro erwerben. Wer das Ganze partout passiv betreiben möchte, es gibt eine passive externe Weiche für 1.900 Euro das Paar und es gibt eine externe Analogweiche zur Subwoofer-Einbindung, auch die in einem extra Gehäuse, sodass ich dann ohne jede digitale Signalverarbeitung dieses Lautsprechersystem mit 2 Subwoofern dann entsprechend betreiben kann. Das Ganze ist aber aus meiner Sicht im Vergleich zum reinen Aktivbetrieb sicherlich die kompromissbehaftetere Lösung. Das ist aber noch nicht alles. Es gibt nämlich tatsächlich noch eine Luxusvariante dieses Lautsprechers, der vom Aufbau dann genauso ist, aber der andere Treiber verwendet. Und zwar war der Philipp Keller von AER, eine deutsche Firma, die, denke ich, die weltweit mit besten und angesehensten Breitbänder herstellt, von der Melodie so begeistert, dass er sagte, er stellt dafür speziell entwickelte Breitbänder und einen, wenn man so will, Superhochtöner zur Verfügung. Also das Beste vom Besten sozusagen. Und rauskommen tut dann eine Melodie Lux. Na, das ist sozusagen die Ultra-Luxus-High-End-Variante. Cost-No-Object für alle, die Lautsprecher unter 50.000 erst gar nicht ernst nehmen. Na, dieser Lautsprecher kostet dann 80.000 Euro. Dabei gilt es anzumerken, dass einzelne Treiber von AER tatsächlich 6-stellig kosten am Markt und dass der Hochtöner, der heißt B2, der für die Melodie entwickelt worden ist als Dipol, einen Verwandten hat, der in der Böhnecke W22 zum Einsatz kommt. Und dieser Lautsprecher kostet meines Wissens rund 200.000 Euro. In jedem Fall finde ich es toll, dass AER das Konzept des Lautsprechers so gut findet, dass die Firma dafür extra entsprechende Treiber bereitstellt. Hören würde ich das gerne mal bei mir. Den Lautsprecher gibt es in dieser Bestückung noch nicht, muss man auch ganz klar sagen. Der wird nur auf Einzelbestellung maßgeschneidert mit diesen Treibern, die dann auch wiederum extra angefertigt werden, bestückt. Der visuelle Charakter des Lautsprechers kann natürlich sehr stark mit dem jeweiligen Finish variieren. Denkbar sind neben der schwarzen Klavierlack-Variante, die ich jetzt gewählt habe, natürlich weiß, sowohl in Klavierlack als auch in Mattlack. Auch andere Rallfarben sind letztendlich denkbar, das Ganze auch ohne Aufpreis. Interessant ist auch, dass der Lautsprecher auf Wunsch in Vollholz produziert werden kann. Na, kann ich mir auch gut vorstellen, als optisches Highlight in einem Raum. Das Ganze in Nussbaum, in Eiche, in Zebrano, na, Palisander, oder darf man das überhaupt noch? Keine Ahnung. Das kann auf jeden Fall auch ein Hingucker sein. Und es gibt auch eine Möglichkeit, das Ganze mit Korian, wo dann eine bestimmte Struktur auch enthalten ist, umsetzen zu lassen. Ich zeige euch dazu mal ein paar Beispiele. Korian gibt es natürlich auch in den klassischen Farben Schwarz und Weiß matt, aber hier haben wir dann zum Beispiel eine Variante Sandstorm, eben mit so einer dezenten Struktur drin, oder hier, was in Richtung Stein-Beton-Optik geht,
passt, wie man sieht, ganz gut zu meiner Couch. Also auch da kann man sich dann was Entsprechendes aussuchen. Das ist dann allerdings mit einem moderaten Aufpreis verknüpft. Insgesamt ist natürlich eine Stange Geld fällig, logisch, das gebe ich zu. Hängt natürlich auch davon ab, in welchem Gesamtsetup man das Ganze betreiben möchte und ob man es eben mit Multisub etc. auf die Spitze treiben möchte, mit drin auf Waveforming etc. Aber man muss auch das Ganze in Relation sehen zu den Preisen, die heutzutage auf so einem Fertigungs- und Klangniveau abgerufen werden. Wenn ich heute durch die High-End-Hallen laufe, sehe ich im Atrium kaum noch ein Lautsprecherpärchen für unter 100.000 Euro. Und wenn ich das dann wieder in Relation setze, dann ist das für mich ein wiederum sehr attraktives Paket, das Merowinger hier bietet und logischerweise auch bieten kann, denn es fallen halt auch die typischen Vertriebs- und Handelsspannen, die bei anderen Marken eben noch drin sind, weg. Insofern, wie gesagt, es ist viel Geld, es ist aber auch sehr viel Glück, dass man sich dann mit so einem Lautsprecher nach Hause holen kann. Ich kann natürlich noch so viel erzählen. Entscheidend ist, wie sagen immer die Fußballer, entscheidend ist auf dem Platz. Ne? Entscheidend in dem Fall ist euer Gehör, euer Empfinden, wenn ihr euch so einen Lautsprecher zu Gemüte führt. Ich kann euch aber nur besten Gewissens dazu einladen, hier vorbeizukommen, denn die Melodie gibt es exklusiv bei mir zu hören. Und man kann das Ganze ja auch verbinden mit anderen Komponenten, die man sich anhört im Analogbereich, mit kleiner Session zu Trin-Off-Möglichkeiten, verschiedenen Presets auch, die ich zeigen kann zum Thema Bass-Einbindung, also zwei Subwoofer ergänzen, Standalone versus Multisub oder dann sogar Trin-Off-Waveforming. Also von daher, da stellen wir dann schon ein Programm zusammen, damit es sich lohnt. In jedem Fall würde es mich freuen, wenn der ein oder andere von euch mal den Weg hierher nach Kloster Lechfeld macht. Ich hoffe, ich habe euch einige inspirierende Details zu diesem Lautsprecher vermitteln können. Ich wünsche euch alles Gute, audiophile Grüße, euer Audiofreak.